Herzlich willkommen aus Brasilien zum letzten Tag der Rallye Brasilien 2021. Wir sind am Ende angekommen. Die Rallye ist durch und wir schauen uns jetzt die Highlights vom Sonntag, vom letzten Tag hier an. Und es waren einige gute Highlights dabei. Heute ohne Farix. Der Gute ist schon wieder heimgereist, dem er ja ausgeschieden ist, eben gestern am Samstag. Ist er schon wieder auf der Heimreise. Wir werden heute die Highlights nochmal alleine ansehen. Es gab nochmal viel zu sehen, hat sich nochmal viel vorne getan und ich bin wirklich gespannt, wer der Sieger am Ende ist. Und gestern am Samstag war ja Gameplayer in Führung auf der 1. Die Frage ist, ob es heute immer noch so ist. Es war heute relativ gutes Wetter, ein schöner Tag zu fahren. Die Sonne hat ein bisschen sich verändert im Laufe der Rallye. Wir werden es dann auch gleich sehen, was mit der Sonne war. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal in die Highlights dieses letzten Tages rein. Denn wir haben viel zu sehen. Das nochmal über das Feld der Fahrzeuge, die noch dabei sind. Einige sind ja gestern schon ausgeschieden. Und wir sehen hier gleich den ersten Ausfall an der nächsten. Und zwar die 14 trifft es hier. Das ist Mügge, der hier leider auch ausfällt. Er rollt hier aus früh in der 8. Stage. Wir haben der 8. Stage, 9. Stage und die Wolf Power Stage zum Finale. Und wir gehen dann rein in den 10. Platz. Und 10. ist Adrian. Nach den 3 Tagen, er beendet also die Rallye Brasilien als 10. Verlor nochmal 5 Plätze, war ja 5. nach dem Samstag. Aber ein Top-10-Finish ist immer gut. Er nimmt viele, viele Punkte mit für die nächste Rallye. Und er kann auf jeden Fall zufrieden sein auf der neuen FK13. Auch der war sehr gut unterwegs und kann sehr zufrieden sein. Top-10-Platzierung ist immer gut für jeden, der es schafft. Ein Traumergebnis. Natürlich will jeder gewinnen. Aber ich glaube, auch die, die in den Top-10 sind, sind zufrieden mit ihrer Leistung. Dann geht's gleich weiter auf der 8 mit LB04, den wir hier auf der 8 sehen. Der hat sich nochmal nach rein gebessert, vorne rausgebessert. Der war ja nicht in den Top 10 gestern. Konnte sich hier noch auf die 8. Position vorfahren. Sehr guter letzter Tag. Dann haben wir 7 JP Gamer. Den hatten wir schon das ganze Wochenende über ganz weit vorne gesehen. Am Ende wird er also 7. Gutes hinter Position für ihn. Kann auf jeden Fall zufrieden sein. Wir sehen ja auch die coole Stage, die wir hier hatten. Eine sehr coole Etappe hier, die 8. Und dann machen wir weiter mit Smokey auf der 6. Position. Auch der kann ganz zufrieden sein. War auch immer weit vorne mit dabei. Die Etappe hier wirklich schon anzuschauen. Auch die Autos sehr, sehr schön anzusehen. Das war eine ganz, ganz coole Rallye. Und dann geht es weiter mit Luca Manier, der sich auch noch nach vorne bessern kann. Und zwar richtig, richtig weit nach vorne. Setzt sich hier auf die 5. Position. Sehr, sehr stark von ihm. Hier konnte er nochmal ganz viel gut machen. Hier am letzten Tag. Und ein Top-5-Finish. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich sehen lässt. Und dann haben wir den letzten Ausfall des Tages. Und das war Can. Der hier in der Kurve leicht, leicht sich verbremst. Und das kostet ihm die Rallye. Und vielleicht ein gutes Ergebnis. Er ist auch raus. Das war der letzte Ausfall dieser Rallye. Alle anderen kamen ins Ziel. Und dann haben wir hier Gameplayer. Der es am Ende nur auf die 4. Position schafft. Er gewinnt die Rallye also nicht. Das heißt, der Sieger ist jemand anderes. Jemand komplett anderes. Gameplayer nur noch 4. Der hatte keinen guten letzten Tag leider. Und jetzt ist die Frage, wer konnte sich den Sieg holen? Er nicht. DDRD wird am Ende 3. in dieser Rallye. Auch mit dem 3. Platz kann er sehr, sehr zufrieden sein. Er hat zwar gesagt, er möchte natürlich den Sieg über alles haben, aber ich glaube, er ist auch mit einem Stockholmplatz, mit einem 3. Platz sehr, sehr zufrieden. Und 2. ist Murrell. Er schafft es ganz knapp nicht. Um 8 Sekunden war er am Ende zu langsam. Schade für ihn. Aber auch er kann zufrieden sein. Ein 2. Platz gibt ihm ganz, ganz viele Punkte für die Gesamtwertung. Doch die Frage ist, wer hat gewonnen? Wer ist der Sieger der Rallye Brasilien? Und es ist die Nummer 20, es ist Easy Gang, der diese Rallye hier gewinnt, einen ganz starken letzten Tag hatte und am Ende also 8 Sekunden vor Mugello ins Ziel kommt und diese Rallye für sich entscheidet. Glückwunsch an ihn, Glückwunsch an alle, die überhaupt ins Ziel gekommen sind. Wenn alle ins Ziel kamen, bekommen ja Punkte und Punkte sind sehr wichtig für die Gesamtwertung. Auch wenn man jetzt vielleicht 20. ist oder 8. Punkte sind Punkte und die sollte man mitnehmen für die ganzen Rallyes. Und das war's von der Rallye Brasilien, oder? Ich hoffe, diese 3 Tage haben euch allen gut gefallen
Und wir sind wirklich gespannt auf die nächsten Rallyes. Da wird noch viel, viel kommen. Ich hoffe auch für Fahrer, dass er nächstes Mal weiterkommt und dann uns die ganzen 3 Tage unterstützen kann. Und Leute, das war es hier aus Brasilien von diesem Wochenende. Danke fürs Einschalten, Leute. Und ciao, ciao.